Moinsen meine Freunde und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Heute auf Lawson Delta mit einem Random Trio, nachdem die das hier ewig lange verbockt haben, dass man ein Match findet mit Random Trios. Und ich spiele eine abgesägte Mosin und einen Bogen, weil ich nämlich Bogenschaden machen muss. Und ja, jetzt geht's erstmal los. Hier ist auf jeden Fall ein Hundekäfig. So, dann ist der Hundekäfig erstmal beseitigt. Ich brauche Bogenschaden. Da bin ich mal gespannt, ob ich das so schnell hinbekomme. Das war richtig, richtig knapp. So, wir haben den Assassin. Das fällt mir gerade jetzt erst auf, Alter. Wir haben jetzt den Assassin. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Weil nämlich der Assassin mit Abstand einer der nervigsten Bosse überhaupt ist. Also wirklich mega, mega nervig. Da vorne ist, glaube ich, ein Pferd. So, die gehen jetzt, glaube ich, nach CNA. Nein, nach Bradley. Alter, CNA ist der falsche Map, Mann. Ich sage, die Maps, die muss ich leider immer noch irgendwie versuchen, mal auswendig zu lernen. Was echt gar nicht so einfach ist. Also ich versuche mir, manchmal fällt es mir schon wirklich ein, wo ich bin. Oder auf welcher Map ich gerade spiele, also die Orte. Aber andererseits vergeige ich es dann immer wieder. Ich dachte echt, da ist C&A. Ach, C&A ist weiter. Okay, okay, also ich bin schon auf der richtigen Map. Hab ich jetzt gar nicht gesehen. Ach, da ist ein Pferd. Habe ich erst jetzt gesehen, Bro, sorry. Was, die ist nicht gestorben? Oh nein. So, brauche ich noch irgendwas? Ich glaube Pistolen oder? So, ich will mal sagen. Oh. Da ist noch ein Roger Clue. Unser Kollege da hinten, der hat es irgendwie nicht überrissen, dass es losgeht. Wahrscheinlich ist auch Ding irgendwie was abgeschmiert. Ich möchte eigentlich nur den Roger-Hinweis kurz holen. Während die sich da hinten bekriegen, weil Schaden kann es ja nicht, wenn man den hat. So, der ist irgendwo. Sweetbell. Vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Vielleicht doch hinten bei Salters. Oh ne, Meathead. Okay, den lassen wir mal in Ruhe. Ich brauche einen Pistolen-Grunt. Ob ich jetzt den hier irgendwo finde, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe auch, dass einer meiner Kollegen vielleicht einen tötet davor. Zum Beispiel den da vorne. Wäre doch ganz cool. Nee. Ansonsten Gegner haben wir bisher noch keine gesehen. Nur gehört vorher ein paar Schüsse. Weiß aber nicht von wo. Aber das wird er mir wahrscheinlich jetzt gleich sagen, weil der zielt schon die ganze Zeit. Der zielt schon. Ich weiß zwar nicht, wo er hinzielt. Ah, die sind weiter links. Okay, die sind in Nichols, glaube ich. Oh, ich denke nicht, dass jemand sein wird. Ist das der eigentlich mit der Mosin? Ich glaube schon, oder? Ja. Also der hat eine Mosin und eine Dolch dabei. Der andere hat eine Springfield Sniper. Springfield sage ich schon. Eine Spark Sniper. Und eine Bornheim. Oh. Was war denn das für ein Geräusch? Schatten an sich klang das gerade ein bisschen blöde. Ich habe sogar einen Wurfspeer mitgenommen. Warum denn? Aha. Ah, das ist ein Nichols auf jeden Fall. Ah, okay. In Aden. Also mit Aden hätte ich jetzt eher weniger gerechnet. Aber okay. Weiß ich nicht, ob der durch Nichols durchlaufen will. Aber so wie er sich da die ganze Zeit gibt, denke ich bestimmt, der hat da Bock zu fighten. Also mir generell wäre es egal. Ich liebe ja diese Fights. Gerade in Hand ist das mega episch. Wenn man dann doch einen Fight noch gewinnt. Aber meistens verliere ich ihn eben, weil ich nicht gut sehe. Also manchmal glaube ich echt, dass es an meiner Sehkraft liegt. Ach, der andere kommt, okay. Dass es an meiner Sehkraft liegt, weswegen ich nicht so gut spiele. Aber die sind alle bei Aden schon, also da geht's schon ordentlich ab.
muss langsam da vorbei. War schon wieder ein Meathead. Na gut, die müssten eigentlich jetzt alle da vorne sein. Also ich gehe mal über Windy. Ja, ja, da geht's schon voll ab. Ich gehe mal über Windy. Vielleicht sind wir hier ein bisschen safer. Okay, Assassin ist weg. Das war mein Kollege. Danke dafür. Vorne sind die Hunde aufgescheucht. Was ist das? Pistolengrunt? Ja. Yes, Sir. Danke. Dann haben wir das zumindest mal geschafft. Och nö, was machen die denn? Sollt doch nicht noch mehr aufhorchen, Alter. Da vorne liegt ein Trade, aber ich habe jetzt keinen Bock, den zu holen. War da oben einer am Fenster? Ich glaube, ich habe da gerade einen gesehen. Ah ja, da oben wird schon gezündet, okay. Oh shit. Wahrscheinlich steht da oben irgendwo einer. So, meine Mates sind da, oder? Ja. Die sind ja witzig. Oh, ich bin hier so voll Open Field, Alter. Moment, da ist ein Pferd. Ach, der aimt da drin irgendwo. Das sind halt hier alles Grunts, geil. Damit der Sniper sollte sich eigentlich da aufs Dach stellen. Die auch eigentlich von der Seite aus abballern können. Ne? Da kommen jetzt gleich welche. Ich hoffe, die da oben sehen mich nicht. Ja. So halb. Diese blöden Äste, Alter, ich schwör. Ich hab doch gerade einen Crouchen gehört, oder? Und von hier sehe ich halt gar nichts. Dann hat auf jeden Fall einer eine Shotgun. Von links kommt. Doch. Doch, von links. Yes, Sir. Blind einfach reingeschossen. Blind einfach reingeschossen. Ich habe den gar nicht gesehen. So, Leute, was machen wir jetzt hier? Wollen wir jetzt abwarten und Tee trinken oder? Aber wollen wir schauen, ob wir das ein Trio oder Duo, was immer das auch war, vielleicht umbringen. Sollte, glaube ich, jetzt nicht zu laut sein. Die haben das gar nicht überrissen, dass ich da einen getötet habe. Die haben das gar nicht überrissen. Ach, der war oben im Turm, okay. Aber wenn ich denen jetzt helfe, dann gehe ich aber ganz weit außen rum. Wenn nicht, dass der links wieder aufsteht.
Vor allem, die sind sich schon bewusst, oder dass die auch abhauen können. Sind die noch da? Ja. So, ich probiere es. Ah, meine Maus hat sich gerade verhangen. So, drin wird auf jeden Fall noch voll gefightet. Ja, okay, Bounty-Wechsel. Da oben, hä? Schießt einer von rechts oder schießt er da raus? Ich habe bisher noch gar keinen gesehen, bis auf den einen. Wo hat der schon wieder gepinkt? Da oben. Ist doch gar keiner. Da geht es auf jeden Fall noch richtig, richtig ab da drin. Hat nicht. Ist tot. Sehr gut, sehr gut. Nice. Der andere macht mir halt noch viel Sorgen, ne? Der, wo da gestorben ist. Stimmt da einfach rein. Hab ich da gerade einen gesehen? Nee. Der oben müsste ja tot sein. Ja. Wo ist er denn? Oh, der hat den Nitro Express hat er gehabt. Soll ich mal die Dolch mit? Den braucht er wahrscheinlich eh nicht mehr. Ich weiß nicht, von wo die ballern. Ich glaube, die sind unter uns. Ich hoffe, da ballert mich jetzt keiner ab, Alter. Hat seine Mates wieder aufgehoben. Dammit. Oh Gott. Sehr gut.
Gott. Komm hier nicht weg, ich komm hier nicht weg. Komm hier nicht weg, habe ich gesagt. Auch noch mit einer Spitze, Alter. Scheiße. Ja gut, das wird jetzt, glaube ich, dann nichts mehr. Ah, die Runde hat so gut angefangen, hey. Ob ich da wegkomme. Wäre natürlich mega klasse. Oh, Digi. Den anderen auch noch in den Kurs, sehr gut. Das gibt's nicht, Alter. Was ist das für ein Lacker, ey? Oh nein. Was? Sehr gut, einer ist tot. Oh shit. Wo ist der andere? Was clear? Jawohl, ja! Alter, gute Runde, gute Runde. Sehr gut gespielt. Gibt's das auch noch, Alter? Gibt's das auch noch? Geil, gib mal Munition, ey. Ah, da gibt ja gar keine Munition. Was, Solo? Wer ist Solo? Der ist Solo. Naja, dann fackeln wir ihn ab. So, erstmal die Dolche nachladen. Da gab es noch ganz, ganz viele Leichen hier irgendwo. Der eine wird den wahrscheinlich jetzt abcampen, aber das ist doch mal wieder eine gute Runde zum Hochladen, Freunde. Das ist eine sehr gute Runde zum Hochladen. So, ich gucke mir jetzt dann gleich mal nur noch an, ob ich den einen noch finde. Diesen Dude, den ich vorher erschossen habe. So, der eine campt den noch ab, sehr gut. Da ist auch noch was. Ah! Nimm doch Mosin. So, ich warte jetzt ab, bis der steht bestimmt nochmal auf. Der steht bestimmt nochmal auf. Also wenn der Solo ist. Der hat uns jetzt wirklich sehr, sehr krass in Atem gehalten, der Typ. Das war wirklich aber eine sehr, sehr gute Runde, muss man sagen. Ich glaube, 3 Kills habe ich gemacht. Aber leider habe ich den vorher nicht getroffen, ey. Schade. Aber ich denke, das war der letzte von dem Trio.
Ja gut, ich kann ihn auch, ja, ich kann ihn leider nicht fixieren oder so. Ich muss halt jetzt echt warten, bis der ausgebrannt ist. Und bevor uns jetzt der noch jedes Leben zur Hölle macht, auf was ich ja gar keine Lust habe, warte ich lieber, bis der abgefackelt ist. Ist zwar nicht die feine englische Art, aber... Der ist auch tot. Der fackelt hier jede Leiche ab, okay. Ah, draußen war noch einer. Draußen war noch einer. Ja. Ah nein. Roger. Roger! Natürlich, natürlich, Roger können wir uns auf jeden Fall noch holen. So, da müssen wir jetzt noch durch und dann haben wir es geschafft. Mit Roger natürlich im Gepäck und dem Bounty. Und auf jeden Fall einer sehr, sehr spannenden Kampfphase, einer Schussphase. Na, der ist mal den Kampf gelöscht. Sehr gut. Aber der andere hat sich jetzt wirklich Zeit gelassen, muss man sagen. Der hat sich super Zeit gelassen, weil der war uns ja keine Ahnung wie viel voraus. So, habt ihr gut gespielt, Männer. Dankeschön für diese nice, nice Runde. War auf jeden Fall sehr, sehr geil. Oh geil, ich hätte es noch gefeiert, wenn das jetzt noch abgeknallt hätte. Das hätte ich jetzt echt noch gefeiert. So, und bam, raus hier. Feierabend. Sehr, sehr gute Runde. Ey, hat Spaß gemacht ohne Ende. Warum habe ich nicht immer so gute Runden? Wenn ich immer so gute Runden hätte, Alter, ich würde nur noch Hand spielen. Wirklich, 24-7 Hand. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber das ist auf jeden Fall mal was für YouTube. Kommt dann diese Woche. Mann, wer Tag ist denn heute? Wann nehme ich denn das auf? Sonntag ist heute. Okay, also dann im Laufe der Woche lade ich es hoch. Ich muss das erstmal richtig zurechtschneiden, weil das geht halt auch schon sehr, sehr lang. Aber für euch gab es das jetzt alles in Kurzfassung. Ja, und dann sind wir Level 28. Ja, geil. So, 6 Kills. Wie viel von denen habe ich gemacht? Da, ich habe 3-mal den gleichen gekillt und einmal einen von dem anderen Trio. Okay, ich habe 3-mal einfach den gleichen gekillt. Was ist denn da passiert? Was ist denn da bitte los, Leute? So, damit sage ich danke fürs Zusehen, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht es bis dahin gut und adieu und tschüss.